Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibirnbahn. Wir sind heute bei der 26. Folge. Sind wir schon bei der 26? Ich glaube, wir sind bei der 26. Folge und dem 11.10. Und ja, wir spielen heute einfach. Einfach spielen. Einfach spielen. Und gucken, wenn wir Terraner kriegen, dass wir den fertig machen können. Das andere bleibt uns nicht übrig. So, geht doch schon los. Und wir kriegen als erstes einen Zerg. Auch nicht schlecht. Zerg kann ich besiegen, das weiß ich. Sind zwar stark, kann ich aber besiegen. Gut, Lack gefahren. Ich muss nur darauf achten, dass ich nicht gecheased werde. Tja, ich finde es immer schön, dass sich Leute über meinen Namen freuen. Natürlich, wenn wir nicht Cannon rushen, aber wir können ihnen die Angst geben, dass sie Cannon rushen. Hat er richtig schon Angst davor? Eure Sonden werden angegriffen. Echt Angst davor. Warum sollte ich sowas tun? Also, ich bin auch so, nicht so ein Freund von Cannon Rush. Aber wir können doch mal ärgern. Gucken wir, ob er jetzt einen Pool hat. Pool hat er, okay, dann kann ich das sowieso abbrechen. Okay, Linge. Eure Sonden werden angegriffen. Eure Sonden werden angegriffen. Ehre den Dalai Lama. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das hat mich aber ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Gefaked Cannon Rush. Aber egal, ist auch alles gut. Und halt die Stalker ein bisschen später. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Ich hab doch gerade Pylonen gebaut. Was willst du denn von mir? So, wir müssen trotzdem nochmal vorgucken. Er hat jetzt zwar vier Linge, aber was? Das war ja wohl nix. Das war ja wohl gar nix. Also komm, das hätte er echt verteidigen können. Also ich hätte ihm die paar Linge abgenommen und dann wäre es gut gewesen. Also so besonders war das jetzt aber nicht.
was ich da gerade gemacht habe. Hat er nicht genug Ressourcen gehabt? Hat er eine Echse gehabt? Upgrades? Keine Ahnung. Was denn da jetzt so gescheutert? Also das hätte er wirklich durchspielen können. Naja. Dann warten wir halt auf den nächsten Gegner. Das war jetzt ziemlich relativ kurz. Gucken wir unsere Spielübersicht. Und ja, bin jetzt seit 25 Tagen dabei. Wie ihr so sieht. 25 Tage, genau. Erstes Spiel. Und naja, müssen langsam mal wieder ein paar Mal gewinnen. Also zurzeit ist immer ein bisschen mehr so Niederlag-Sieg. Doppelniederlage-Sieg-Schiene irgendwie, keine Ahnung. Kann mich noch erinnern, hier, durchgespielt, durchweg Siege hatten. Hm, nervös, also woran es liegt. So, wir spielen gegen Terraner, die meistgehastete Rasse von mir. Mittlerweile. Zergeht mittlerweile. Protoss geht auch. Mirror Matches sind zwar nicht schön, aber sind in Ordnung. Aber Terraner. Schreib mich zurück. Doch, schreib zurück. Dann geruckelt es ein bisschen gerade. Ist das bei euch auch so? Ich hoffe nicht. So, wir spielen normal gegen Terraner. Normalerweise könnte man auch früher exen. Aber das mache ich jetzt erstmal am Wochenende. Werde ich mir mal ein paar neue Builds reinziehen. Auf jeden Fall jetzt hier darauf achten beim Terraner, dass wir halt unserem Bild fast perfekt ausrüsten. Was ruckelt denn das? Also an mir sollte es eigentlich nicht liegen. Das ist ein bisschen komisch gerade. Hä? Haben ich gerade Terraner gehabt? Moment. Was? Da muss ich gleich nochmal ins Video gucken. Also das wäre jetzt ganz komisch. Das ist natürlich jetzt richtig doof für uns. Das ist natürlich, wir haben unten nicht dicht. Das ist ganz schlecht eigentlich. Können wir jetzt auch nicht dicht machen. Wenn wir Pech haben, sind wir jetzt tot. Er nimmt eine dritte. So wie das aussah. Da habe ich mich echt so sehr verguckt. Es ruckelt auch so ein bisschen komisch. Ich habe mich gerade so sehr verguckt, das ist doch... Nee, oder? Dritte, okay. Two base all in. Mit Echse natürlich. Wir müssen die Echse nehmen. Ne, die machen wir danach. Und zwei Stalker. Das ist schon komisch. Das wundert mich gerade sehr. Ehre den Dalai Lama. Eure Sonden werden angegriffen. Ja, er könnte uns jetzt einfach killen, also so ist jetzt nicht. Weil wir nichts haben. Ziemlich hier oben unten bauen. So soll es geschehen. Für den Ruhm. Unser Denken gleicht sich. Ich bin der Wille des Hierarchen. Die Templer rücken vor. Niemand kann uns aufhalten. Nur die Gläubigen dürfen nicht. Vorwärts! Ja, ich hätte auch zwei Gates jetzt gerade setzen können. Ah, gerade funktioniert es mal wieder nicht. Aber wir haben oben Schaden gemacht. Ihr habt nicht genug.
nicht genügend Mineralien. Ja, und die Pylone ist zu weit weg. Na, ich glaube, das Spiel ist auf jeden Fall schon durch. So von meinem Gefühl her. So, wir saturieren das und dann wird hier auf die Tube gedrückt. Brauchen wir auf jeden Fall zwei Unsterbliche. Reihe am Anfang gleich nimmt, das ist schon ein bisschen dreist. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dalai Lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das reicht. Erneut diene ich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Upgrade durchgeführt. Ihr habt nicht genügend. Die Erstgeborenen werden auf Sieg. Ein paar Linge. Ehre den Dalai Lama. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Erstgeborenen werden auf Sie. Hier muss man kurz holen. Ehre. Ihr Mineralien. Die Erstgeborenen werden auf Sieg. So, dürfen wir auf jeden Fall Pylonen nicht vergessen. Lasst unsere Feinde unsere Feinde. Ja, wer so dreist, ext, den muss man natürlich bestrafen. Aber trotzdem hat es mir, war das nicht Terraner angezeigt? Boah, das war komisch gerade. Oh, der hat mich echt so sehr verguckt, dass es kein Terraner ist? Na egal. Wir spielen auf jeden Fall noch eins. Und die Zergs sind gerade nicht so gut. Gut, wir sind auch wieder ziemlich runter mit unserem MMR, also 4088, das ist halt nicht viel. Das ist noch weit weg von dem, was wir vorher hatten. Der war auch nicht so gut. Auch nur die A2. Na gut. So unser MMR zurzeit, aber. Tja. Kurz mein Handy ein Stückchen weiter weglegen. Hoffentlich hat das hier nicht irgendwelche Geräusche gemacht. So, jetzt spielen wir mal gegen Zerko. Seltsam. Gucken, ob das wirklich jetzt ein Zerg ist. War es Zufall vorhin, dass ich mich so verguckt? Seltsam. Flacke fahren. Zerg. Sehr, sehr seltsam war das Spiel eben. So, diese Map gegen Zerg. Ich mag die Map nicht. Auf der Map verliere ich nämlich gegen jede Rasse. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich
wahrscheinlich, weil die einfach hier viel zu offen ist. Und dann man seine dritte halt nicht verteidigen kann richtig gut. Computer-Updates oder so, wo ich ja schon FPS von über 100 habe, ne? So, Flo dürfte ja noch nicht da sein. Hat's ja auch nicht. So, das wird jetzt gerade noch mein zweites Gate. Verarschen natürlich. Mindgames sind immer toll. Nein! Ah, wollte ich ihn retten. Die wollte ich noch retten eigentlich. Oh. Flo nicht vergessen. Sonst sind wir gleich so bleiblockt. Aber es zieht halt die Leute runter, ne? Haben halt Schiss vor Cannon Rush. Obwohl ich es nicht mache. Aber das wissen die ja nicht. Zwei Stalker danach, um uns den Ovi noch, der hier ein bisschen rumgondelt. Wenn ich jetzt schon Stalker gebaut habe, wäre er schon tot gewesen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Na, vielleicht auch nicht. Ehre den Dai Lam. Ne, das kann auch der nächste machen. Ja, Exekutor. Der nächste Wort mit meinen. Die Schlacht wartet. So soll es geschehen. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Das sind viele Linge. Schnell weg. Schnell wieder zurück. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mhm. Die Maus spielt auch ein bisschen rum, also irgendwie stimmt gerade bei meinem Rechner nicht. Wo werden wir gebraucht? Ich bin die Stimme der Finster. Wir sind. Was ist euer Beginn? Ich finde es halt auch blöd, dass wir hier zwei brauchen, das zu machen. Also, das ist absolut scheiße. Ah, der, wie gesagt, sehr viele Linge. Also, ich denke, da kommt auch gleich ein Boomling, Bast oder irgend sowas. Wir müssen uns auf jeden Fall gleich scouten gehen. Gebt uns einen Auftrag. Der geht in Gefahr. Feindkontakt. Sehr viele Linge. Unser Denken gleich. Die verliert, wenn er jetzt so weiter probiert. Ach, die hätte ich noch einfangen können. Naja. Wird auf jeden Fall jetzt Boomlinge bauen. Aber wir sind eigentlich safe. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Sehen tust nix. Der Text ist sich nämlich genau jetzt hier. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt na, mehr Vespingas. Das kostet 200, scheiße. Da habe ich mir zu viele Dings gekauft. Ich bin die Stimme. Ihr benötigt mehr
benötigt mehr Vespingas. Ein bisschen Vespingas-Mangel war da irgendwie. Ihr müsst zusätzlich. Es ist wichtig zu wissen, was er baut. Hydras, ist klar. Das ist gut. Hat aber halt viele Dinge gebaut, also ich glaube nicht, dass er eine große Dritte hat. Oh, ich habe so wenig Gas. Und zu wenig Pylonen. Scheiße. Ja, eine Dritte hat auch schon voll saturiert. Oh, nicht ganz. Hat irgendwie keinen Creep Spread. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt auch eine Dritte. Mein zweiter Observer. Hab ich gar nicht gebaut. Das ist natürlich auch das Link. Hier waren wir Drohnen dürfen echt nicht vergessen, ey. Das Upgrade, ach, haben wir alles wieder vergessen. Also wenn wir jetzt verlieren. Da sind wir selbst schuld. Das ist mein Makro gerade wieder ganz schön mies. Müssen wir wieder echt Makro trainieren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Unser Denken gleicht sich. Was wünscht ihr? So soll es geschehen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Brauchen wir unbedingt die dritte. Ich muss gleich laufen. Upgrades? Nö, nee, noch gar nichts. Aber wir fangen jetzt an damit. Boomlinge hat er. Boomlinge. Und immer mehr Hydras. Und immer mehr Kolosse. Abgeschlossen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Mehr Gas. Eure Krieger bekämpfen. Jetzt haben sie ihn entdeckt. Nicht genügend. Ich weiß nicht, ob er meine Kolossi schon gesehen hat. Ich will gerne wissen, wo seine Arme steckt. Nicht, dass er direkt vor der Hütte schon wieder steht. Sagen wir mal Go. Upgrade durchgeführt. Upgrade durchgeführt. So, jetzt denke ich, er weiß, wie ich komme. Verstanden. Da steht seine Armee. Oh, schon eingegraben. Ne? Ich habe einen Observer dabei.
Ling Run weiß. Das kann nicht sein, ey. Ich jetzt. Ja, ist vorbei. Die Bude wieder offen gelassen, dann ist es vorbei. Oh, Linge, ey. Oh. Ja, ist vorbei. Ich hab zu wenig Zeugs. Zu viel Echo verloren. Mein Mauspad rutscht durch die Kante. Das nervt mich gerade alles. Kennen's wär's echt gewesen, ey. Ich habe nicht mal die Zergbase gekriegt. Ich habe echt zu viel Overmins. Und meine Main ist komplett leer, also eigentlich ist es vorbei. Pushen auch dieses scheiß Pad durch die ganze Zeit, ey. Eigentlich könnte er mich komplett killen. Ich habe nichts. Mein Leben für Ayur. Also wenn er mich jetzt nicht killt, dann wird sie unten wahrscheinlich extra auch nur. Schön, das Spiel ist vorbei. Genau, die falsche Taste gedrückt. Das hasse ich an dem Spiel. Vor allem am schlimmsten finde ich halt einfach. Naja, egal. Egal. Ich sag nichts mehr. Irgendwann höre ich einfach auf, Starcraft zu spielen. Weil ich es einfach nicht kann. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, sie rettet mich einfach. Ah, schon Brutlords. Naja, GG. Ich habe aber auch echt scheiße gespielt, ey. Muss man echt sagen, ey. Ja, zurzeit macht es mir auch nicht, ehrlich gesagt, echt nicht Spaß. Also, die Challenge ist echt anstrengend. Naja, komm, ein Spiel nur noch. Ich habe mir extra schon ein großes Mauspad gekauft, was nicht so hin und her rutschen soll, aber es rutscht die ganze Zeit hin und her. Ich weiß aber nicht warum. So. Ja, es rutscht immer noch, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht soll ich es mal festkleben. So. Jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich spiele nochmal gegen den. Vielleicht mal unter dem Two-Base All-In. Club All-In echt eigentlich komplett weg. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also
ich werde mal gucken, ob ich am Wochenende wieder ein bisschen länger und öfters spielen kann, damit ich wirklich trainieren kann, weil wirklich nur ein Spiel am Tag, das bringt es eigentlich doch nicht. Man muss es echt üben. Hier ist mal die Bilder durchgucken und allen drum dran. Also. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hier drauf. Nicht genügend Mineralien. Ihr habt 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 nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich habe ihn nicht gelohnt. Kann auch sein, dass er jetzt irgendwie ein All-In startet. Pool hatte ich noch nicht gesehen. Okay, keine dritte. Ayur wird erneut unser sein. Gib. Wo? Die Schlacht wartet. Vorwärts. Hor Salah. Niemand kann uns aufhalten. Viele liegen wieder. Unser Denken gleicht sich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nur die Gläubigen. Feelinge sind eigentlich sind viele Dinge gut für uns. Aber irgendwie verkacke ich es trotzdem. Was wünscht ihr? Halt ein Ovi. Standard. Ich muss echt mal meine Bauenreihenfolge nochmal angucken. Irgendwie passt das absolut noch nicht so richtig überein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja. Exekutor. Den Link könnten wir aber holen. Die Templer rücken vor. Für den Ruhm. So. So, gucken, was er macht. Viele Linge können noch Mutters werden auf dem Kaktus. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Keine dritte. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Noch wieder etwas.
wir spielen trotzdem lange, wir machen keinen All-In draus. Ihr seid auf mich angewiesen. Was wünscht ihr? Die Schlacht wartet. So. Jetzt müssen wir zu den Upgrades noch kommen. Und Truppen bauen, ganz wichtig. Forschung abgeschlossen. So, Chrono Boost noch mal unsere Echo. Ihr habt nicht genügend. Und das Upgrade ja. Und wie viel mehr Kolossis noch? Okay, hat er da unten schon lang gelegt seinen keiner, der. Warum er sich der Map? Viel mehr von einem Kolossi. Ihr benötigt mehr. Ach, und kann die Gas. Nicht genügend Energie. So, wir nehmen mal ein paar Stalker und killen einfach mal die Overlords, die hier überall auf dem Map rumkollern. Orinchisal! Ich bin die Stimme. Upgrade durchgeführt. Wir bleiben verborgen. Was ist euer. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ich bitte. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Gas, ey. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Das auch noch. Wir dienen mit Stärke. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr seid auf mich angewiesen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Können wir langsam auch anfangen, mal Pylonen auf der Map zu verteilen. Nicht genügend Energie. Ich weiß nicht, was der Gegner macht. Wir dienen mit Stolz. Ja, ja, Exekutor. Nur die Gläubigen. Mal reingucken, oder? Hat hier eine Echo? Ich bin hier. Ihr seid auf mich angewiesen.
Ist schon auf den Sack. Viele links. Scheinen wohl jetzt zu kommen, ne? Oh, ich brauche unbedingt Observer. Ich habe zwar einen. Forschung Upgrade durchgeführt. Ich bin hier. Kommt doch. Kulon wird angegriffen. Kulon wird angegriffen. Ach! Was ich mit dir in die Schatten. Ich bin die Stimme. Ja, voll Kackschütze da, ey. Ach, was ist denn mit der Maus los? Ja, keine Chance. Wir sind auf jeden Fall viel zu schlecht für das Spiel. Weil er sah so gut aus, ey. Er hatte keine Upgrades. Titi. Wie gesagt, ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern. Dann höre ich auf mit dem Scheißspiel, ey. Ich werde versuchen, am Wochenende mal ein bisschen zu trainieren. Das geht doch gar nicht, ey. Naja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, Mutti Bär.